So, ich glaube, jetzt hätten alle ihre Distinktionen gefunden. Und die Gesellschafterin Herr Peter von mal antreten. Ja, wir machen mal folgendes. Wir machen so eine Stichprobe. Mal gucken, wie die Leute angezogen sind. Hesskontrolle heißt das Ganze auf Deutsch. Jetzt, diese als Hesswart nehmen wir mal den Kerl da ab. Guck mal, ob der auch gescheit aussieht. Dreh dich mal rum. Was hat er jetzt? Dein BH hat er jetzt. Hast du dein Strumpfband an? Na, guck mal, ob er es auch hat. Oh ja, und wir sind da gucken mit silberne Palette. Boah. So. Ja, der Becher ist schon wieder. Was mir fehlt, ist der Tauflöffel. Wo ist denn der? Am Kauf. Wo hast du ihn? Im Kauf. Im Kauf? Im Kauf soll der sein. Den muss schon da irgendwo nachbinden. Das ist eine Pflicht. Gell? Ja, guck mal, so. Oh, guck mal, der Schaumstein. Wie in Ordnung. Ja. Oh, die Gesellschafterin hat was dabei vor ihr gesagt. Guck mal, ein Schaumlöffel. Also, wichtig ist kein Plastik, gell? Ich möchte da nichts sehen. Das ist kein Plastik. Das ist okay. Du hast mir. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Ja, das ist ja echt so. Ja, der ist echt. Ja. Wir versuchen, der alte Säß darzustellen und da kann kein Plastik dabei sein. Sollen wir mal so einen von den Tonstellen? Jetzt probieren wir es mal mit dem Moritz. Moritz, guck mal, geh mal zur Häswarte, nicht zu mir. Ich bin da zuständig. Hast du das ja deine Knöpfe alle drauf? Nein. Voll verloren, oder? Ja. Ha? Super. Doch, alle drauf. Ja. Pass auf. Das ja. Ah ja, das ist schon so arg. Da muss man von Hand rein machen lassen. Hast du eine saubere Unterwäsche? Kann man mal sehen. Guck mal. Jetzt mal gucken, ob er eine saubere Unterwäsche hat. Was ist denn das? Jetzt dreh dich doch mal im Kreis, dass du das auch siehst. Privat steht da drauf. Leid, 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 leid. Und wie sieht das hinten aus? Da kommt auch privat drauf. Jetzt. Da darf er da alle draufklopfen. Also jetzt wisst ihr, warum der Moritz das auf der Unterhose drauf hat. Letzter und der Gretis haben sie Spaß gemacht, der HP und der Moritz. Und der Moritz ist auf dem Boot gelegen und der HP hat ihn beruckt. Und da hat der Moritz gesagt, jetzt beruckt ist privat. Und deshalb hat er das jetzt so auf der Unterhose drauf. Genau. Genau. Das sind so die kleinen Gags am Rande. Okay. Also, jetzt haben wir das äußere Abstauber, jeder hat seine Larve, jeder strahlt. Also, wir haben ja jetzt den äußeren Dreck haben wir jetzt weg und jetzt, vorher waren wir in der Kirche und da würde ich jetzt einfach sagen, jetzt das, was wir auf der Seele haben, was wir innen drin haben, das wollen wir auch noch los. Letztes Jahr hat es gute Sachen und schlechte Sachen gegeben und die schlechte Sache, die vergessen wir und versuchen positiv in die neue Kampagne zu gehen. Und wie ihr ja wisst, haben wir unseren berühmten Kuchhammer Sündenbock, der ein Kreuzkreuz hat und alles abkriegt und auf dem können wir es verteilen. Und deswegen, ich würde mal einfach sagen, da machen wir es wie gerade eben auch, wir machen nachher so stichprobenmäßig und da ist mir so das Dumme gekommen, da nehme ich einfach die Familie Windstoßer im Großen, also sprich alle vier.
Moritz, Hanna, Markus und Yvonne. Und da gucken wir doch einmal, was ihr für Probleme kippen. Aber zuerst einmal die Yvonne. Auf meine wilde Raute Lockerfleck freiwillig Kohlkäpple hocken. Ich glaube, ich kann mich nicht mehr tricken, muss ein Bändel um mein Kinn rumstricken. Ja, also und wer beim Bastelabend bei der Gieße und beim Hans vorgestern dabei war, da haben wir ein bisschen geschwätzt, die Wohn hat ihr Leid klagt, dass sie mit ihrem Beichel immer ein bisschen verschwungen gehalten wird. Und da ist schon wieder zu eingefallen. Wenn sich umkehrt, ich bin ja die Frau und sie ist der Mann, da würde ich dazu sagen, googelt nach mein glückliches Händle. Ich bin schlank, der Mann kriegt das Kindle. Schickt wäre es, wenn es generell so wäre, dann gäbe es keine dicke Weiber mehr. Komm, du holst mal das Kreuzel. Hanna will jetzt unbedingt. Du hast schon einen Zettel. Hanna will. Doch, Hanna darf jetzt lesen. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Kannst du ablesen? Ja, ich will einen Zettel. Moritz, du? Das ist kein Problem, Moritz. Du darfst heben, ich heb das Mikrofon an. Soll der meine Brille ausleihen? Ja, das ist kein Problem. Es ist keiner da. Kennt die keiner, Moritz? Sie kennt unter uns, Moritz. Das wird nicht. Dann wirst du ich lesen. Nein, Moritz, komm ein Stückchen vor. Du musst ja einmal hintergehen, komm ein Stück vor. Das willst du können. Leon. Mögt ihr was? Die Gselshafnerinnen. Schmeckt's Gsels? Gsels! Ton! Stecker! Hafer! Gsels! Nein! So, und jetzt tief Luft und dann geht es. Wir haben Lachen, Löffel, Klagen. Der Gesell ist mir glatt, der lebt nicht lang. Lasse! Passt doch! Hat doch glatt! Also. Hey, was willst du auch hier machen? Ja, genau. Im Moment bringt uns doch kein, unser Gewissen ist nicht rein. Von außen als ob Sonne lacht, doch in uns drin ist schwarze Nacht. Doch für Renard ist das etwas, wir schreiben Zender auf ein Schild. Wir hängen es jetzt an die große Glocke, wir stecken es auf der Senderburg. So. Das kostet kein Roll und kein Geld, so einfach ist die Narrenwelt. Jetzt nehmen wir das auf ein Steckerle, da haben wir einmal, nehmen wir weiter Papier drauf. Und steck jetzt rein. Ja, diese hat immer Glühwein und Senfflecker. Wie war das? Welches Problem? Also im Hintergrund hört ihr jetzt der älteste Narrenmarsch, den es gibt. Das ist der Narrenmarsch von Rotwein. Wo ist der? Okay, also, ich würde sagen, wir sind für diesen Zinterprogramm und gucken, dass wir alle Probleme wegkriegen. Nehmen wir ein bisschen Abstand. Und Feuermeister. Da ist nochmal ein Feuerzeug.